Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Durch Corona ist vieles zurzeit nicht möglich. Auch Veranstaltungen zu Planfeststellungsverfahren finden nicht statt, bei denen Bürgerinnen und Bürger Alternativen und Bedenken zu großen Infrastrukturprojekten äußern können, wie Wohnungsbau, Schienenausbau, aber auch die umstrittenen Höchstspannungsleitungen Süd- und Südostlink oder der umweltschädliche Fehmarnbelttunnel. Das Gesetz, das Planungsfeststellungsverfahren ohne Treffen ermöglicht, wurde im Mai 2020 befristet bis März 2021 verabschiedet. Und jetzt verlängert es die Koalition bis Ende 2022. Da frage ich mich, woher wissen Sie heute, dass Corona-bedingte Einschränkungen bei Veranstaltungen bis Ende 2022 unmöglich sein sollen? Oder wollen Sie etwa die Einschränkung für die Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern durch das Planungssicherstellungsgesetz ausdehnen? Das wäre fatal. Transparente Bürgerbeteiligung ist das A und O demokratischer Mitsprache, fördert Akzeptanz und schützt vor teuren Fehlern. Wären die Bürgerhinweise zu Stuttgart 21 ernst genommen worden, hätte das unglaubliche Kostensteigerung und technische Probleme vermieden. Statt die Bürgerbeteiligung bis Ende 2022 einzuschränken, fordert DIE LINKE mehr Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Es ist doch klar, wenn Bürgerbeteiligungen nicht vor Ort stattfinden, sondern im Netz, dann braucht man schnelles Internet. Aber die Politik der unionsgeführten Bundesregierung der letzten Jahre haben den Breitbandausbau in ländlichen Regionen versemmelt. Und diese Koalition hat gleichzeitig den Mobilfunkkonzernen die Frequenzen für mobiles Internet versteigert und dabei zugelassen, dass 2% der Haushalte nicht versorgt werden. Ein Unding. Also im Klartext: 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind abgeschnitten vom schnellen Internet, können keine Online-Dokumente herunterladen oder an Videokonferenzen teilnehmen. Das nehmen Sie billigend in Kauf. Das ist europarechtswidrig. Das lehnt DIE LINKE ab. Seniorinnen und Senioren, Menschen mit geringem Einkommen haben oft nicht die finanziellen Möglichkeiten zur Teilnahme an Online-Veranstaltungen. Das ist diskriminierend. Für DIE LINKE fordere ich, digitale Verfahren sind beim heutigen Breitbandausbau maximal als parallele Ergänzung zu herkömmlichen Verfahren zulässig. Und es muss Möglichkeiten geben, kostenlose Leihgeräte und Support für Menschen zu geben, die eigene Geräte nicht haben. Kolleginnen und Kollegen, in der jetzigen Situation, in der das Vertrauen in Maßnahmen der Regierung von Woche zu Woche sinkt, darf dieses Planungssicherstellungsgesetz mit weiteren Einschränkungen der Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger nicht verlängert werden. Vielen Dank. Danke. Das Wort geht an Dr.